Heute war der größte Tag in der Geschichte des Schülercafés auf Hermannswerder. Es war der Tag, an dem wir den Steffen Mustermann-Riegel im Sortiment aufnahmen. Das Schülercafé kroch aus dem Urschlamm hervor. Hallo, ich bin Steffen Mustermann. Wir wissen, wer du bist. Das ist der Mary Jane Schokoriegel. Das ist doch ein verdammter Snicker. Ich sag euch mal, warum Steffen heute neben der Spur ist. Dieser Mann ist ein kreatives Genie. Er hat eine Gabe, diese Power, Trends zu kreieren. Komm doch mal kurz her. Ich glaube, euch ist nicht ganz klar, dass dieser Mann der heißeste Typ in der ganzen Schokoladenwelt ist. Und wir haben ihn hier in unserem Laden. Wir sollten gleich hier auf Knien gehen und wir danken. Alle hier wollen danken. Das hier ist eine goldene Eintrittskarte für die scheiß Schokoladenfabrik. Und ich, der nennt dich Willy Wonka, den Wichser. Ich bin nicht Oma-Lumba zum Handel. Oma-Lumba, Oma-Lumba, Oma-Lumba. Willkommen, verpiss dich. Jetzt greift ihr alle mal in eure rechte Hosentasche und holt raus, was da drin ist. Das sind Handys. Diese Handys wollen benutzt werden. Also nehmt die scheiß Handys in die Hand und postet, was das Zeug hält. Ohne euch ist es nur Eigenteil. Ihr seid meine Soldaten, die das Handy erst aus der Hand legen, wenn der Kunde Schokorie kauft und dann krepiert. Hier reich sein für. Denn wenn ich schon Probleme habe, dann sitze ich als reicher Mann auf einem 5.000-Euro-E-Bike und treibe eine verfickte 40.000-Euro-Uhr. Ich will, dass ihr die scheiß Probleme löst, indem ihr reich werdet. Ich will, dass ihr da müsst. Und alle Nacht mit euren Kunden, die Mary Jane so tief in den Rachen stopft, dass sie daran ersticken. Dass sie daran ersticken,